Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pleiten, Pech und Pannen, Ranziges und noch Ranzigeres, mitten in der Natur. Ihr seht es schon im Hintergrund, die Architektur erledigt sich gerade von alleine sozusagen. Lola ist dabei und ich wünsche euch jetzt mit der kurzen Zeitverschwendung, die jetzt Folge wird, sehr viel Freude. Oh ja. Freude beginnt auch gleich hier an Ort und Stelle mit dieser wunderschönen Wand, wo sich irgendwie die Klinker, nennen die sich Klinker? Ja, ich glaube, also auf jeden Fall die Steine lösen sich hier ab. Ich bin wieder mal sehr gut vorbereitet und der absolute Bauexperte. Eine Garage haben wir hier und das Einzige, was man also positiv sagen kann, der Winter geht langsam auf den Rückzug und die ersten Schneeglöckchen kommen hier wohl schon durch. Ach, wunderschön. Ich bin schon fast mit Frühlingsgefühlen beseelt. Und deswegen geht's auch gleich los mit einem pompösen Eingang. Moos überwuchert, schlammig und rutschig. Und ja, der Eingang. Oder nicht, oder was? Die erste große Herausforderung besteht erstmal darin, hier zumindest irgendwie halbwegs leise hier durchzukommen. Und dann kann ich euch auch gleich schon das erste Zimmerchen zeigen. Es ist die Bäderabteilung. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das hier irgendwie ein Wohnhaus ist oder ob das ein Gewerkehaus ist, also zugehörig zu irgendeinem Betrieb. Es gibt irgendwelche Überreste noch in der Nähe. Wobei letzteres macht wohl eher Sinn, denn also drei Klos nebeneinander habe ich bei mir zu Hause nicht. Weiß ich nicht. Ich brauche ja nur eins. Das unten sieht auch ein bisschen komisch aus. So ein Becken oder irgendwas. Als wenn hier auch mal eine Dusche gestanden hätte. Es ist wieder ein Ding mit 1000 Fragezeichen. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Alt ist das Ganze? Jawohl, die Spülkästen sehen aus wie aus der letzten Dekade. da geht's wieder raus. Uninteressant. Da geht's weiter. Vorbei an einem total abgeklemmten Sicherungshauptkasten. Und einer Tür mit ohne Glas. Also mit halbwegs ohne Glas. Das dann wieder hier unten auf dem Boden rum. Liegt. Und als erstes erwartet uns ein wunderschönes Fensterchen. Lola, die begeistert ist von den Fotomotiven, die wir hier quasi kredenzt bekommen. Ich nenne es das Fenster zum Feld. Also da hinten ist jedenfalls ein Feld. Natürlich angelehnt an Agatha Christie, Miss Marple, Gott hab sie selig und so weiter. Das Fenster zum Hof. Wobei ich nicht glaube, dass hier in dieser Einöde irgendein Mord passieren würde. Das wäre ja fast Action. So, nächstes Fenster, nächstes Zimmer. Und jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, das ist hier irgendein Gebäude, was zum Betrieb gehört oder sowas. Was ist das hier für eine Kunst? Verdammt, Shit, SOS, komische Smileys, Fuck, Blut, Schmerz, alles bunt. Sieht aus wie in der Kita. Also für diejenigen, die nicht lesen können. Ansonsten, guten Hunger. Also, das könnten Koordinaten sein, jetzt mal ernsthaft. Hat das irgendwas vielleicht mit so einem Geocache oder sowas zu tun? Oh, das könnte vielleicht sogar halbwegs interessant sein. Abgesehen davon, ein bisschen Gerümpel auf dem Boden, ein bisschen ranziges Schrankzeugs in der Ecke, halbwegs verrostet und damit auch mehr oder minder attraktiv. Und da hinten geht es gleich weiter. Und zwar mit einem Badezimmer, wie es scheint. Eine wunderschöne Badewanne. Hier hat sich auch irgendein Künstler ausgetobt, wie es scheint. Und dabei vor Wut das Becken zerschlagen. Na, der muss aber wohl noch mal üben. Was jetzt hier unten auf dem Boden liegt. Ansonsten wurde hier auch schon irgendwelche Maßnahmen durchgeführt zur Änderung der Raumarchitektur. Also irgendjemand hat hier wirklich Vollgas gegeben und irgendwelche Steine rausgekloppt. Was ist hier? Gar nichts? Okay. Da unten ist irgendwas mit dem Kamin. Einmal hier rüber gestiegen. Und hier kommen wir wohl in den Raum rein, der dann tatsächlich das Prädikat voll eingerichtet dann tatsächlich verdient hat. Oder? Was meint ihr? Genauso wie jetzt dieser nächste Raum. Oh mein Gott, Leute, was haben wir denn hier? Küche oder wie? Oder was? Weiß ich nicht. Also zumindestens, was ist das hier? Ein Herd, da auf jeden Fall. Irgendwas mit Gas. Ein Magazin.
ein bisschen Küchengeschirr, ja, zerschlagenes Porzellan, ein paar Fliesen, das haben wir gesehen, und eine Abstellkammer. Hm. Ohne irgendwelchen Inhalt quasi. Ja, das Einzige, was wirklich glasklar und unumstößlich ist, die Tapete. Das ist doch wohl ein Küchenmotiv, oder? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Sonst so, die allgemeine Aussicht angeht, würde ich mal sagen, die Luke da oben wird sicherlich irgendwie undicht sein, oder? Sonst wäre das ganze Dach hier wohl nicht durchgefault. Oder? Hm. Was kann man sonst noch zeigen? Holzbalken und was ist das hier für ein Einlass da? Ist der Stroh? Ups, da kam gerade wieder ein Tropfen runter. Also allgemein zur Bauart des Gebäudes eher alt oder so, ne? Ach Leute, was soll ich euch sagen? Das war wieder mal einer dieser wunderschönen Tipps, die man so kriegt. Guck mal hier, ich habe da was aus dem Dickicht herausblitzen sehen. Also in dem Fall das Haus. Geh doch mal hin und guck, könnte was ganz Interessantes sein. War es denn in dem Fall wohl nicht, oder? Den Dachboden erspare ich mir wohl aus gesundheitlichen Gründen besser. Ich glaube, da hinten ist noch ein Eingang. Ansonsten suche ich Lola und wir fahren weiter. Ich glaube, das wäre eher ein Plan. Aber halt, wir haben ja noch einen zweiten Eingang hier. Da geht es sogar in den Keller runter. Mit einer Leiter. Was ist mit der Treppe passiert? Mein Gott. Oder unten ist irgendwie nichts Interessantes, außer ein umgekippter Stuhl. Naja, da geht's weiter. Wieder so eine von diesen zerbrochenen Türen. Eine Treppe nach oben zum Dachboden. Jede Menge Ranz und noch mehr Ranziges. Alter, was ist da mit der Mauer passiert? Bricht komplett auseinander. Also musst du auch echt, ich bin da nicht weitergegangen als bis zum Schornstein, weil der ganze Schornstein schon komplett runterkommt. Aber man kann so ein bisschen durch das Loch praktisch filmen. Alter. Da muss die Küche gewesen sein. Aber das ist echt, also weiter, guck mal, die ganze Decke. Weiter bin ich echt nicht gegangen. Also Leute, ernsthaft macht den Scheiß, den wir hier machen, nicht nach. Guckt euch diese Wand an. Ist die tragend oder ist die einfach nur eingezogen? Ich will es gar nicht wissen. Nein, in dem Fall nur einmal ganz kurz hier noch reingeschaut. Ja, hier ist noch ein wunderschön einladender Nahtoddraht. Möglichst nichts aufspießen. Leute, das ist wieder Action. Ich meine, in meiner krassen Location gepackt zu werden, ist eine Sache, aber nicht mal so ein Ranz. Da vorne steht übrigens jetzt unverkennbar noch ein Auto. Vorhin habe ich noch eins gesehen, was hier so lang gefahren ist. Es ist tatsächlich echt ein... Mein Gott, ey. Mikroabenteuer. Und das Ganze auch noch im Winter, wenn hier alle Sträucher, keine Blätter haben, man keinen Sichtschutz hat, ey. Ja. Also, das macht das Hobby auch aus, sich an den kleinen Dingen zu freuen und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vernünftiges Lost Place kennt ihr, kommt immer am Freitag. Guckt bei Lola vorbei. Bis dann, ciao.